Mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen, Leute. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson. Und wir sind hier gerade mal auf dem Server. Der war offen, ist anscheinend ein Freund von mir. Was haben die hier gebaut? Ach, das ist so ein Leitstrahl. Ja, und wir gucken mal, was die hier so bauen. Was wird das? Okay, Fliegen ist nicht an. Aber das sieht doch nach Creative Mode aus. Nee, ich kann nicht fliegen. Laden wir mal kurz die Isabelle mit ein, da kann die mal gucken. So, Moment mal, Leute, ich lade die zweimal ein in die Party. Einladen, Spieler einladen. Wie heißt der? Leon Luca war das? So, gucken wir mal. Hier ist er. Ein cooler Charakter hat er. Habe ich mir vorgenommen, für die nächsten Let's Plays auch mal bei anderen Leuten reinzugucken, sofern sie ihre Welten offen haben. Ich frage mich, was das wird. Ich würde ihn gerne mal fragen. Ich hoffe, er kommt in die Party rein. Dass ich mal ein bisschen was dazu erklären kann. Es sieht ganz lustig aus. Ach so, die. Warte mal, ich gehe mal bei denen in die Party. Ich lade dich gleich ein. So. Und da sind wir bei denjenigen in der Party drinne. Ja, hallo Leute, ich mache gerade ein Let's Play und habe mir gedacht, ich zeig mal kurz, was ihr hier so baut. Ja. Okay, cool. Und was wird das dann insgesamt? Okay, also wir sehen hier gerade einen PvP-Server in der Aufbauphase, Leute. Ist sozusagen der Spawnpunkt jetzt hier. Oder die Spawnpunkte. Ja, sieht ganz nice aus. Ich guck dann mal, wenn ihr dann ein bisschen weiter seid, gucke ich hier nochmal rein. Das könnt ihr dann auch bei YouTube gucken. Ich schicke euch dann mal einen Link. Kannst du mir mal Flugrechte geben, dass ich mal da oben gucken kann? So, gucken wir mal hier oben. Ja, habt ihr schon ein bisschen was geschafft hier? Okay, cool. Ja, da werde ich dann später bestimmt noch mal mit reingucken, auch wenn ihr das dann fertig habt, da werde ich mal eine Runde mitspielen und so für das Let's Play. Der Anfang sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Ja, ich nehme gerade auf. Also ich zeige das gerade. Das wird dann bei mir auf dem Kanal gezeigt. So, ich habe das gerade gesehen, dass ihr hier offen seid für Freunde. Und da habe ich mir gedacht, ich gucke jetzt mal hier rein und zeige das mal, was ihr hier baut. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Ah, hier kann man auch hochlaufen. Okay. Ja, wenn ihr hier ein bisschen weiter seid, also hier den Leon Luca, den habe ich ja in meiner Freundesliste, einfach mal anschreiben, dann komme ich nochmal vorbei und dann gucke ich hier nochmal rein im Let's Play, wenn ich aufnehme. Okay. Ja, cool, dass ich hier mal kurz reingucken konnte. So, Leute. Ich werde jetzt hier wieder rausgehen. Wir machen jetzt aber auf unserer Map weiter mit der Isabelle. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir auf meiner Karte sind. Leute, danke, bis dann. So. War halt eine kleine Map.
muss ich eine neue Party erstellen, dass ich die Isabelle wieder mit reinholen kann. Ich bin gespannt, was das für Ausmaße annimmt, diese Map dann, diese PvP-Map. So. Die Isabelle, wo ist sie? Hier. So, wir machen jetzt an dieser Stelle weiter mit unserer Karte. A Crafter's Day LPT. LPT. Ja. So. Ja, war nicht so viel. Die sind noch nicht fertig. Die haben gerade mal angefangen. Die bauen da eine PvP-Map. Da gucken wir dann mal, wenn die fertig sind, gucken wir da mal zusammen rein und dann spielen wir mal eine Runde mit. Irgendwann. Ich bin gespannt. So, ich lade dich mal ein. Auf die Karte jetzt. Ich habe da zwei Dinge, die ich dir noch sagen möchte dann. Nämlich zu den Laternen. So, hier haben wir unser Haus noch. Unser angefangenes. Da müssen wir noch ein Dach draufsetzen. Jetzt ist es gerade dunkel. So, wo ist sie denn da? Ja, und zwar. Hier so. Ist ja gut gemacht. Hier sind ein bisschen zu viele, finde ich, auf der Ecke hier gerade. Ich weiß nicht, ob du die noch höher bauen willst später. Und. Ja. Da würde ich. Ich glaube, die zwei hier auf den Ecken würde ich wegnehmen. Weil das ein bisschen zu viel aussieht. Ansonsten würde ich, statt die jetzt so hinzustellen, würde ich vorher eine Plattform drunter machen. Und die dann eins höher bauen, weißt du? Dann hast du hier nicht so eine Ecke immer drin. Ansonsten, mehr wollte ich gar nicht sagen. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, alles schon. Es nimmt alles langsam Gestalt an hier, Leute. Oh, und wir werden jetzt mal an dem Haus weiterbauen. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben war. Ah, ja, alles klar. Ich weiß, wo ich stehen geblieben war. Wir machen hier so weiter. Und ich hatte überlegt, ob ich ein zweites Stockwerk... Boah, wie kommt denn der hier hoch? Schweinepriester. So. Ich hatte überlegt, ob ich hier ein zweites Stockwerk drauf baue, aber das werde ich nicht tun. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. So, wir bauen mal hier weiter am Dach. So. Ja, ich wollte eigentlich ja ein bisschen was erzählen, die Folge, aber habe ich ja schon mal gesagt, in der Party ist es immer schlecht. Ich werde mal gucken, dass ich irgendwann mal hinkriege. Muss ich mir mal die ganzen Kabeleien besorgen, dass ich die Party mit aufnehmen kann. Dann ist das alles ein bisschen interessanter. Letzte Folge habe ich ja über... Ich weiß gar nicht, über was ich habe ich da geredet. Ach so, über Mobbing und so ein Scheiß. Dann die Folge davor hatte ich über... Über was habe ich da geredet? Ach so, über den Kanal allgemein. Was ich machen möchte die nächsten Folgen. Oder allgemein in den nächsten Wochen. Und ich hoffe, ihr guckt auch fleißig. Vor allen Dingen die letzten zwei Folgen, die sind echt sehr interessant. So, wir brauchen Stufen. So.
Wir brauchen. Jo, mach das. Wo ist es denn jetzt? Ach hier. So. Brauchen das. Und dann brauchen wir Stufen. Halt falsch. Hier. So, und ich versuche wirklich in den Folgen mehr zu reden. Da mir aufgefallen ist, dass ich teilweise gar nichts sage. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, wenn man ein Let's Play macht. Da könnte man auch ein Walkthrough machen. Dann wäre das scheißegal. Aber in dem Falle müssen wir auch ein bisschen quatschen. So, wir bauen hier jetzt dieses Dach fertig. Ich hoffe, das reicht. Diese restlichen Dinger. Aber es sieht enger aus. Okay, es könnte reichen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob wir bis davor kommen. Ja, es reicht. Und so, dann müssen wir eigentlich bloß noch so eine Dinger hierher pflanzen. Dann hätten wir soweit alles. Gucken wir mal. Wir können jetzt erstmal was weglegen, auf jeden Fall. Falsche Truhe. So, wir können das weglegen. Wir können das weglegen. Das brauchen wir auch nicht. Holz. Weiß ich nicht, werde ich noch gebrauchen können. So, die Falltüren. Brauchen wir auch nicht. Müssen wir ein bisschen kurz ordnen, dass wir den ganzen Scheiß erstmal loswerden wieder. So, dann hier den Faden, dieses komische Fleisch. Ich weiß nicht, für was wir das noch nutzen können, das verrottete Fleisch. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es sinnlos. So, Nether. Hier haben wir die Glowstones. Oder Glowstone Staub. Erde haben wir noch. Die kann man hier rein tun. So, und dann war es das schon. Achso, die Treppe können wir noch weglegen. Die Knochen und das. So. Und das noch weg. Die Treppe noch weg. Hätten wir erstmal wieder Platz. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir. Ja, haben wir nicht mehr. Okay. Brauchen wir Pflastersteine. Machen wir mal hier ein paar fertig. So. Schmeißen wir hier welche rein. Zack. Achso, okay. So, da ist keine Kohle drin. Da. So, dann müssen wir jetzt eigentlich bloß warten, bis das fertig ist. Was könnten wir jetzt mal schnell in der Zeit machen? Ich weiß, was wir machen. Komische Geräusche im Hintergrund. Keine Ahnung, hier spukt's. Und wir müssen. So, welchen Boden nehme ich jetzt? Ich wäre für einen dunklen Boden. Nehme ich mal den hier. So.
Können wir die Treppe hier, können wir jetzt auch wegreißen? Ups, das war das Falsche. Den haben wir falsch gesetzt. So. Dann können wir anfangen, hier den Boden zu machen jetzt. Schon mal. Okay, ich muss aufpassen. Kannst du machen. So, dann legen wir uns hier auch noch ein bisschen Teppich aus, dann später. Aber wir machen erstmal. Machen das erstmal jetzt so, auf jeden Fall. Boden sieht auch ganz gut aus, finde ich. Der ist in Ordnung. Teppich möchte ich hier auf jeden Fall noch haben. Das machen wir jetzt gleich danach. Ja, toll. Das Holz reicht nicht. Ach doch, wir haben ja hier noch genug. So. So, hätten wir den Anfang schon mal gemacht. So. Dann gehen wir mal gucken. Teppich brauchen wir. Sollte hier drin sein. Was haben wir? Nee. Gibt's auch auf der ganzen Karte jetzt hier nicht. Also auf dem Stück, was ich hier entdeckt habe. Da muss ich irgendwann mal noch ein weiteres Stück entdecken. So, wir machen uns Teppich. Wo war denn hier Teppich dabei? Hier. So, warte mal, die Treppen können wir wegbringen, die brauchen wir ja nicht. So, das können wir dahin. Das brauchen wir auch nicht. Das gehört eigentlich woanders rein. So. Gehen wir mal Teppich verlegen. So, sieht doch schon ganz schick aus, wenn wir jetzt hier reinkommen. Haben wir den weißen Teppich. Ich glaube, ich mache den Raum hier noch. Schnell mit Erde. Mit Erde. Mit Fußboden. Jetzt wird es gerade dunkel. Hack mal schnell so weg. So, gehen wir mal schnell schlafen. Machen hier die Tür zu. So.
früh morgens. Keine Brötchen da. Oh ja. So, wir machen hier weiter. Die doofe Ente da, was soll das? Oder Gans? Nee, was ist denn das? Ein Huhn? Meine ich doch. So, hätte man den Boden wieder verlegt. Jetzt brauchen wir wieder Teppich. Jetzt wäre es eine Überlegung wert. Hier komplett Teppich zu legen. Könnte ich eigentlich tun. Aber ich habe keinen mehr. Sehe ich gerade. Okay, egal. Tun wir die Erde weg. Die braucht man nicht. So. Wir haben schon einen Haufen Eier mittlerweile. So, Brot für die Welt. Ich nehme mal ein bisschen was zu essen raus. So, tun wir da was zu essen rein. Gucken wir mal, haben wir ja eigentlich noch gebratene Sachen drin? Nee, doch hier. Gekochtes Schweinefleisch. Das tun wir auch mit hier rein. Die Folge ist auch schon fast zu Ende. Sehe ich gerade. So, wir nehmen uns das hier mit, was hier schon fertig ist. So. Ich weiß ja nicht, wie viel wir jetzt brauchen. Das sollte erstmal reichen, glaube ich. Und dann stellen wir mal das Dach zu Ende. Natürlich, ja, genau. Wieder heldenhaft gelöst hier. Ich hatte auch schon überlegt, so eine Terrasse hier oben hinzubauen irgendwie. Aber da weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Okay, ging aber schnell. So. Ja, mach das. Guten Hunger. So, ich finde, die Wohnung sieht sehr gut aus mittlerweile. So, überlegen noch irgendwie einen Schornstein zu bauen. Ach so, was ich auch bauen will, mit dem Nether, mit der Nethererde, möchte ich einen Kamin bauen. Das werde ich auch noch machen. Vielleicht mache ich das sogar gleich. Mal gucken. So.
Ja, wir werden hundertprozentig noch mehr Steine brauchen. Folge geht noch 5 Minuten. Ich denke, ich kriege das Dach hier noch fertig in der Zeit. Ja, wir brauchen definitiv mehr Steine. Ach Mann. So. Der Kamin wird dann hier in den Raum kommen, da hier die Stube sein wird. Hier wird die Küche sein und dann halt stinknormale Flur. Ups, das war ein bisschen tief. Das hacken wir gleich mal weg. So, da haben wir keine Steine mehr. Nimm den mal mit hier. Hier müssen wir auch noch eine Tür einbauen, deswegen sind die ganzen Viecher die ganze Zeit hier drin. Habe ich ganz vergessen. So. Ich finde, das sieht ganz gemütlich aus. Auch wenn das jetzt alles aus Stein ist, aber es sieht echt gemütlich aus. Und das nimmt ja alles noch Form an. So, hier ist alles fertig. Nehmen wir noch mit die restlichen Steine. Ich hoffe, das wird reichen. So, haben wir genau 62, ne 64, 63. 64 und 3. Boah, was rede ich denn? So. Dann, genau, brauchen wir wieder Steine. Steine. Hier. Steinziegel. Und dann gucken wir gleich mal. Warte mal, hier Nether. Ne, das ist es nicht. Hier dieses Zeug. Das brennt ja die ganze Zeit. Das hört ja nicht auf mit brennen, wenn man das einmal anzündet. Deswegen möchte ich damit einen Kamin bauen. Das wird ganz interessant. So, jetzt müssen wir uns da mal einen Weg nach oben bauen. Ich werde hier mal zumachen. Solange wie ich hier noch nichts. Das machen wir dann später wieder auf. So. Zweifle, dass die Steine reichen werden. So. Müssen wir rein theoretisch auch irgendwo ein Loch lassen. Wo werde ich das bauen? Ich glaube, ich baue das hier an die Seite. Guck mal, wir wollen ja. So, ich zeige euch das mal. Ich möchte hier so den Netherrack haben. Und wir müssen das auch ringsherum aus Stein bauen, dass es gar nicht brennen kann. Oder ich hoffe jedenfalls, dass es dann nicht brennt.
So. Dass mir das sozusagen. Es wird dunkel. Zack. So, hing's da rum auf jeden Fall zu haben. So, dann wird das so sein. Das wird dann der Kamin. Oh. So, warte mal, wir gehen mal schlafen. So, das wird der Kamin dann. Das zünde ich dann mit dem Feuer an und dann brennt das. Mal gucken, vielleicht verschönere ich das noch ein bisschen, verändere das. So, hier schläft jemand mit Brot in der Hand. So. Und dann möchte ich das dann hier so zuhaben. Ich glaube, das. Nee, warte mal. Ich glaube, das kommt so besser, wenn ich das so offen lasse. So. Und das wird dann sozusagen da oben wird dann aufgemacht. Dass es auch aussieht wie ein Schornstein dann. Vielleicht könnte ich das auch noch ein bisschen höher bauen. Moment mal. Dass ich das nicht hier, nicht hier, da. So. Ja, das sieht cool aus. Das lassen wir auch so. So, den Raum lege ich komplett mit Teppich aus. Denke ich mal, vielleicht lasse ich hier am Rand ein bisschen Holz. So. Genau, hier so den Schornstein dann. Ich weiß, dass da jetzt eigentlich ist die Stufe da. Aber das stört eigentlich auch gar nicht. So. Wir müssen uns viel mehr Stein noch herstellen. So. Ich möchte das mal probieren, wie das jetzt ist, wenn ich das anzünde. Davor muss ich aber dahinter noch die Glasscheiben entfernen. Und ich sehe auch gerade, dass die Folge zu Ende ist, Leute. Ich mache dann gleich weiter in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Ciao.